herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield 4 Companion Story. Wie man hier oben schon lesen kann, unser Einsatzziel lautet: Zerstöre den Damm, eliminiere die russischen Truppen, indem du den Taschka-Damm sprengst und somit die Stadt flutest. Das ist unsere heutige Aufgabe und ich denke mal, wir werden die meistern. Wir sind auch in der Mission drin gewesen. Ich weiß ja, ob es die letzte Mission, nee, ich glaube, das ist die vorletzte Mission. Habe ich aus dem Schuck getrunken, bin ich satt? Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an und jagen diesen verdammten Damm in die Luft. Eine Stunde später. Wir haben uns in der letzten Folge durch die russische Stadt gekämpft, oder dieses Vorortgebiet da, und haben dann Major Greenland kennengelernt und die hat uns ein nettes Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Und ein bisschen C4, wenn ich mich recht entsinne. Und dann machen wir uns mal direkt weiter zum Damm. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier. Ne, was gibt den? So. Okay, hier ist der Damm. Und ich stecke schon wieder zwischen den fest. Ja, das Ding ist massiv. Glaubst du, wir haben genug Sprengstoff? Ja, wenn wir ihn richtig platzieren. Hier anfangen und die Ladungen über den Damm verteilen? Siehst du die Mitte? Das ist eine Schwachstelle. Da bringen wir die Primärladung an. Hast du einen Ingenieursabschluss? Ich habe genauso einen Ingenieursabschluss, wie du eine Medizinerin bist. Ich habe wirklich eine medizinische Ausbildung. Egal. Bist du wirklich sicher? Wir weiten ihn aus, von innen. Seid ihr bereit? Jawohl. Auf geht's. Auf geht's, Rack. Okay, wie man hier sehen kann, in der Mitte ist er noch gar nicht fertig gebaut da. Oder wurde schon mal angegriffen, deswegen da ist dann wirklich die Schwachstelle. Ja. Gut, Achtung, ewige Anflug. Vorsicht, Bracker. Sehen wir uns erstmal um. So, Munition aufstocken. So, jetzt. Da ist schon einer. Weh! Ach, ich wollte hinspringen dann. Genau, schön leise gestorben, dass er nicht seinen Kumpan hier ruft. Und zack. So, die zwei hätten wir schon mal professionell eliminiert. Welche Waffe hat er droppen gelassen? Zeig dir die Justierung von deinem Ziel an. Datenerscheinung auf deinem Display oder auf der stark vergrößerten Objektive. Ja, okay. Da solche Justierung ich habe. Soll ich die mal behalten? Probier's einfach mal aus. Welche ist das denn jetzt gerade? Guck ich mal gerade, das ist die hier. Gucken, die ist ja. Was hat jetzt das Scout Elite? Die 6-fach, 7-fach Entfernungsmesser, Mündungsbremse, geradezug, okay, Hüftfeuer, ja gut. Ja. So, ja, Munitionstipp, okay. Ja, wir behalten sie einfach mal. Schauen wir mal, wie die ist. Okay. Ja. Das sind einige. Wir müssen uns da komplett durchkämpfen. Dann nehmen wir bis dahin hin oder so. Was denn jetzt vorgehen? Einfach jetzt drauf los. Ich weiß nicht, ob es die beste Variante war, aber es ist meine Variante. Nur, ich müsste auch treffen.
treffen. Ich muss meine Scout. Und da ist auf einmal der Ton weg. Weiß nicht, woran das liegt. Wow. Was ist denn mit dem Ton denn jetzt hier los? Ich bleibe einfach als Sniper und schieße von hinten die ganze Zeit ab. Das ist auch ein ganz gutes Ziel. Schon wieder in diesem MG ist einer drin. Der Boss hat ihn, das stimmt. Warum ist denn der Ton weg? Dafür kann ich jetzt mal gar nichts. Tut mir leid dafür, aber ich kann es nicht ändern. Der Ton hat aufgehangen. So, na komm schon. Den, warum treffen die denn nicht? Verarschen? Hä, wo, was treffen die denn nicht? Okay, wir sind noch ordentlich auf dem Präsentierteller hier oben. Komm schon, kein. Was ist denn jetzt hier kaputt, ey? Ich spring mal gerade ein bisschen hier runter. Warum treffen wir den denn nicht? Geht doch. Ah, jetzt ist der Ton auch wieder halbwegs da. Gehen wir jetzt mit der hier mal. Nahkampf. Nahkampf wollte ich schon sagen, oder so ein schwer bewaffneter. So, der Ton ist wieder halbwegs da. So, den haben wir auch. Das war's noch lange nicht. Ich lade doch ganz Zeit nach, warum erkennt er das denn manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Ja, ich sehe schon gleich, wie sie alle aufploppen vor mir. Das war der Heli. Easy, würde ich sagen. Okay, wir kommen mit. Ah, okay, wir müssen hier drüber. So, los. Guck ich denn da, ist die Kamera. So, weiter geht's. Okay, ich glaube, die Gegner blocken gleich schon aus. Ich beeile mich jetzt mal. Wir machen jetzt mal ein bisschen hier. Ja,
Soll ich das MG auch andersrum drehen? Ich gehe auch mal da hoch. Drehe das MG einfach mal um. Gucken, was dann passiert. Wenn ich es umdrehen kann. Schau mal. Nein. Nein, ich will meine haben. Natürlich kann ich das nicht das MG nehmen. Ich sehe eine Granate. Ja, ja. Da war auch eine Granate. Jetzt kommt man da nicht da durch, ey. Wo ist der denn, ey? Die ganze Zeit, ja, ja. Wenn, die ausrasten hier. Ich dachte, ja, gehen wir hier mal locker flockig durch. Gucken, ob das MG man wegpusten kann. Ich glaube, es ist weg, so. Jetzt muss man wieder hier drüber, schon wieder vergessen. Komm, hier muss doch mal ein Erkennungsmark oder irgendwas drin sein. Nein, noch ein Raketenwerfer. Egal, nehmen wir mit. So. Haken, nee. Nix, was wir gebrauchen können. Wir müssen über die Leiter, über die Pipeline. Okay, komm jetzt hier mal. Es sind schon wieder 12 Minuten rum, wo wir schon wieder rumdödeln. Ja, such deinen Weg da rein. Geh doch einfach hier drüber, du. So. Ich bin mir gerade unsanft auf den Zahn gebissen irgendwie. Ha. Noch wer? So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen hoch. Der ist schon tot. Alles klar. Wir müssen jetzt direkt über der Stelle für die Primärladung sein. Gut, dann fahren wir mal hier runter. Wie sieht es mit der Munition aus? Ja, fast, würde ich sagen. Ab geht's in die Gondel. Ich bin im Aufzug drin, ne? Achso, ich muss das Knöpfchen schon wieder drücken. Das muss ich dir lassen, Herr. Du hast Ahnung. Ja,
Personenschutzagenten sind normalerweise nicht zur Felderfahrung. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ach komm schon, da steckt mehr dahinter, als dass du mit dem Rücken zur Wand stehst. Du hast aus. Okay, ich weiß. Mir sagst du eh nichts. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Oh, ich verstehe. Ich war nicht immer in Gingers Sicherheitsdienst. Ach, wir haben doch hier auch sowas Fettes gehabt. Ja, beim nächsten Mal. Gönn mir auch ein paar Geheimnisse. Du würdest mir auch nicht alles über Tombstone erzählen. Das stimmt. So, noch 10 Minuten, die wir jetzt hier waschen können. Und wir sind auf derselben Seite. Aber wenn das alles vorbei ist, wir gewonnen haben, wovon ich ausgehe. Wir werden gewinnen, so viel steht fest. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin und woher ich komme. Ich verstehe. Na, also er hat rechtzeitig den Strom ausgeschaltet, gerade als wir ankamen. Die laufen drei Leute laufen auf mich zu und ich treffe einen. In einem tue ich nur im Arsch schießen. Oh Gott, ey. Liegt das schon wieder? Das war's. Der Gang ist frei. So, das ist ein Sprengladen für mich. Mach du das, Wrecker. Wir gehen in die Deckung. Ausgang gesichert. Durchbruch! Drängen sich immer vorbei hier. Oh, fuck. Der Strom ist abgestellt. Wir können nur vorwärts. Mach schon. Und nicht runterfallen. Können die mich mal aufhören, immer zur Seite zu drängen? Aha, das ist ein Schäfer-Scharfschütze. Das ist ein Scharfschütze hier. Zack und zack. Na, komm schon. So, er muss rauskommen und treffen. Dann bringt die letzte Ladung an. Wir stürmen weiter nach vorne, laden danach. Sonst haben wir gleich wieder nur noch einen Schuss. So. Stürzen sie hoch. Oh, hinter mir. Oh. Boah, das war schon wieder. Oh, der fällt. Weiter geht's, da sagt die Zeit. Ist gut. Hier weiter. So, sprinten, okay, gut. Sieht doch schon schick aus hier, ein bisschen grell, aber... Oder über die Leichen... Naja, okay, weiter geht's. Es ist keine Zeit für Besichtigungen. Ich höre Stimmen. Jetzt oder nie,
What the fuck? Da. Da habe ich schon so oft verkackt, ey. So oft bei dieser Stelle. Was greift mich denn? Ich sollte das Ding sprengen, ah. Das wäre es gewesen, wenn die dort nicht explodiert hätte. Ich meine, diese Kraftausdrücke hier. Oha, oh. Oh, 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 oh. Oha. Ups. Da sind wir mitten ins Wasser gefallen. Gegessen, dass ich die ganze Zeit so aufstoße, ey. Ist ja schlimm. Na komm, ich will noch aus in die Luft springen. Keine Munition. Aufs Dach. Boah, wie das hier aussieht, ey, alles zerbombt. Ne, ist das vom Wasser? Das habe ich vom Wasser nicht zerbombt. Oh, hier sind noch die Scheiben sogar drin. Aber hier wohl doch kein Wasser. Okay, nein. Naja, ja, wir wollen aufs Dach. Da kommt der Major, die Major Greenland wieder mit ihrem Heli von US Marines. Die Karre ist weg, richtig. Gib mir auch die Hand. Ich bin das Gott wieder, ey. Ihr braucht einen Transport nach Westen. Seid in 2 Minuten abholbereit. Tick-Tack, ihr Lappen. Bewegung. Die hat einen Umgangston, ey. Wir glauben, die USS Valkyrie will zum Suezkanal. Keine Sorge, ihr kommt nach Suez. Und wenn euer Schiff da ist, braucht es volle Unterstützung. Na, nicht so tief, du Schlingel. Pass auf, was du sagst, Junge. Die Chinesen haben den nördlichen Teil des Suezkanals erobert. Aber wir holen ihn uns zurück. Euer Schiff steckt richtig in der Scheiße. Wir hier. Danke, Major. Na, ich danke euch, ihr zwei. Kehrtumgangston. Wenn Cheng den Kanal eingenommen hat, fährt ihm Jinjie direkt in die Arme. Wir müssen sofort zu ihm zurück. Ich denke nicht gleich erst so. Bist du okay? Irish. Fuck. Vielleicht will du Scotch trinken? Ich habe seit 3 Jahren nichts mehr getrunken, Hannah. Warst du auf der Notre Dame? Ich heiße Irish. Weil ich. Bon voyage! Das nenne ich mal einen Abholservice hier von der allerfeinsten Sorte. Auch wenn ich nicht ganz weiß, wie der so das AC-130 schon gepackt hat, aber das lassen wir mal im Raum stehen. Es ist Battlefield. Der klappt nicht immer so alles von der. Vom Echtheitsgrad her. Aber ist hier nur ein Game, ist ja keine Simulation, ist hier nur ein Ego-Shooter, also. Wunderbar, würde ich sagen. Alles wunderbar. Die sieht doch auch ziemlich mitgenommen auf. Aus. Leck mich am Arsch. Sir, die Kampf
mit dem Morsecode probieren. Das müsste klappen. Keine Zeit. Die Zerstörer hinter uns werden nicht anhalten und warten. Befehle, Sir. Sie schalten Radar, Sonar und jeden einzelnen Scanner an, den ihr habt. Ich will wissen, in welcher Scheiße wir geraten. Ja, eine große Scheiße, würde ich sagen. Eine ziemlich große Scheiße. Ach, die werden da reingetrieben. Wenn die Zerstörer hinter denen sind. Ah, das ist eine Falle. Ah. Ja gut, dann können sie ja nicht kehrt machen. Dann bringt uns ja sowieso nichts, die zu fahren. Selbst wenn die da rein ist. Entweder sie fahren die Falle und überleben mental die Falle noch. Oder sie werden von den Zerstörern hinten abgeschossen. Ist ja ein Qual der Wahl. So, und wir machen hier einen Break, weil wir unsere 25 Minuten jetzt oder 26 Minuten jetzt voll haben. Ich sage einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, eine kleine Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr euch den Daumen nach unten geben. Aber wie gesagt, Kritik, schreibt bitte, dass ich was ändern kann. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, deswegen verabschiede ich mich, euer Chef Koch. Ciao, ciao.